Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo, wie es denn jetzt weitergehen wird mit meinem Kanal. Zunächst mal auf die wenigen Videos in der letzten Zeit hin, ist auch dazu zurückzuführen, dass ich ziemlich wenig Zeit hatte, weil ich unter anderem auch ein Praktikum in der Schreinerei in Michelbach hatte, falls wer wissen will, wo das war. Und aber der meiste, so, ich würde mal sagen, die meiste Schuld hat wohl die Hitze, weil durch die Hitze, also entweder wenn ich nicht gerade in irgendeiner Wasserstelle am See oder mit Freunden im Schwimmbad bin, verbunkere ich mich bei mir zu Hause und schlürfe Eistee mit Eiswürfeln. Naja, also die Hitze macht mich total fertig, da komme ich nicht oft zum Aufnehmen. Zudem hatten wir Stromausfall. Yep. In Michelbach, glaube ich, war es. Ja, genau, in derselben Stadt, wo auch die Schreinerei steht, in der ich Praktikum gemacht hatte, ist ein, ich weiß nicht, ob es in der Zeitung stand oder nicht, oder in den Nachrichten war oder nicht, keine Ahnung, ich habe nicht geguckt, da ist ein Baum in eine Hochspannungsleitung gekracht und hat da einige Kabel abgerissen. In ganz Alzenau waren, in halb Alzenau waren 25.000 Haushalte davon betroffen, hatten für ein paar Stunden keinen Strom. So auch wir. Ja, das war's zu diesem Thema. Oh, halt, eine Sache noch. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass in nächster Zeit soll es ja etwas abkühlen, dass ich dann wohl mehr Zeit habe zu Let's Playen und auch Videos zu machen. Was ist denn da geplant? Also Half-Life 2 wird weitergehen, Slender, glaube ich, wird hochgeladen noch und jede Menge andere Indie-Games. Ich versuche auch Paranormal, die neueren Versionen, noch wieder in Gang zu kriegen. Das will bei mir irgendwie nicht so richtig hinhauen und naja, mal gucken. Also auf jeden Fall sehr viele Indie-Games, auch Horror, auch Horror-Indie-Games dabei. Und naja, das war es ja eigentlich schon zu diesem Punkt. Ein weiterer Punkt, den ich nun besprechen will, ist Creepypasta. Wer nicht weiß, was eine Creepypasta ist, es ist eine, also Definition, eine kurze Gruselgeschichte. Eigentlich nichts weiter. Also Geschichten in verschiedensten Perspektiven kann sie sein, die verschiedensten Längen, also es kann auch ganz kurz sein, ein kleiner Block oder eine riesen langen Geschichten, Roman und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, und es soll halt den Leser am Ende oder es soll halt entweder schockieren oder halt in den Leser in das Geschehen hineinfühlen lassen. Was labe ich da eigentlich? Ja, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, eine Creepypasta ist eine kurze Gruselstory. Manchmal nicht ganz so kurz. Und naja, ihr wisst ja, ich interessiere mich eher so für übernatürliche, gruselige Sachen, allgemein was Übernatürliches.
Das ist auch, warum ich zum Beispiel Amnesia zocke oder und auch Let's Player und auch die anderen Games wie Hyde und Paranormal und so weiter. Und da haben sie mir die Creepypastas natürlich auch angetan. Und ich werde es in Zukunft mal so machen, dass ich halt Videos hochlade, wo ich welche vorlese. Auf Deutsch natürlich, auf Deutsch. Ich werde dazu den Original, also den Link, wo die originale Story steht, in die Beschreibung packen. Und ihr könnt immer auf die originale Story Englisch, das sind die originalen Stories, könnt ihr da zugreifen. So, jetzt wäre das geklärt. Und mal ganz so am Rande schreibe ich auch selber welche. Die kann ich dann auch vorlesen. Schreibt mir halt in die Kommentare, was ihr davon haltet und wie ihr das findet und ob ihr das wollt. Und so weiter. Der Grund, warum ich das mache, na, weil ich gemerkt habe, na, erstens mal, ich fühle mich halt zum Übernatürlichen hingezogen und so weiter, bla bla bla. Und das wird ja auch mit der Zeit immer moderner. Was? Moderner? Populärer. Also es gibt in letzter Zeit viele neue Videokanäle, die das machen. Ich könnt ihr ein paar in die Beschreibung packen, ein paar Links zu den Kanälen, die das zum Beispiel machen. Auch, also nicht nur Creepypastas, also auch Videospielmythen wie bekannte Titel Lavandia-Syndrom, zum Beispiel, also das ist wohl das bekannteste, oder Jeff the Killer, oder ja, lass mich mal nachdenken, ich könnte ja googeln, aber nein. Ich muss es so wissen. Also, ich weiß es nicht mehr. Naja, wie dem auch sei. Das wollte ich euch nur kurz mal mitteilen. Und in nächster Zeit werden wieder mehr Videos kommen. Hoffentlich, hoffentlich. Und ja, wenn ich so rausgucke. Ja, doch, da hinten bahnt sich gerade eine Wolkenfront zusammen. Krieg gegen die Sonne. Boah, das ist ja schon ziemlich dunkel da hinten. Oder liegt es dran, dass es schon Nacht ist, eigentlich? Ja, kann auch sein. Aber ich habe vorhin ein paar Wolken gesehen, als es noch hell war. Also, naja, ihr wisst Bescheid. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video, beziehungsweise ihr hört mich. Ihr hört mich. Ja, jetzt ist mir derselbe Fehler schon wieder passiert. Egal. Egal, das werde ich jetzt nicht rausschneiden. Weil kein Bock und so, Hitze und so weiter, ihr wisst das ja. Und da kann ich mich auch bald mal wieder mehr konzentrieren, wenn es etwas abkühlt. Sobald der erste Sommerregen da ist, geht's wieder ab. Volle Konzentration, die Let's Plays rein. Also, ja, alles wird gesagt, alles wird getan. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.